Dam Dam! Herzlich willkommen zurück zu unserem WWE 2K14 Universe Let's Play WWE vs. ROH. Hallo Tim! Hallo zusammen! Mensch, der Pay-Per-View, der erste Living Dangerously ist vorbei und wir haben unfassbar viele Titelwechsel erlebt. Ja, ich glaube es waren fünf. Im Endeffekt fünf Titelwechsel. Von sieben, das ist schon eine harte Nummer. Und was ich noch nachreichen muss, ist das Tippspielergebnis nach dem Pay-Per-View. Ja. Ich hab's mal wieder verschwitzt, steht momentan 50 zu 38 für Thomas. Aber der Universe-Modus geht ja noch ein bisschen und bis dahin, in einem Monat kann sich alles ändern. Ist ja noch alles möglich, wa? Wenn du in einem Monat 12 Punkte Vorsprung rausholst, kann man ja auch die auch locker in einem Monat wieder reinholen. So sieht's wohl aus. Gut, meine lieben Freunde, wir haben vor allem einen Titelwechsel, der die Welt geschockt hat, nämlich Kane ist neuer Champion, der heute, und jetzt muss man ja dazu sagen, der CEO hat angesetzt, weil eben Kane, vor allem The Rock eben, die ganze Zeit mit Submission-Griffen besiegt hat, hat man sich gedacht, okay, pass auf, wenn Kane jetzt hier schon dauernd so rumbrüllt, dass er jetzt der Beste der Welt ist und unaufhaltsam, dann schicken wir ihn gleich in ein Match gegen den Submission-Spezialist Bret Hart in ein Submission-Match. Ich würde sagen, das ist auch mal eine Ankündigung, oder? Wird sehr interessant sein. Vor allen Dingen halt Kane, der sagt, er ist der Beste. Bret Hart, der sagt, er ist der Beste, den es gibt, gab und jemals geben wird. Ja. Und Kane, der neuerdings Submission-Wrestling benutzt, um Matches zu gewinnen und nicht mehr pure Kraft und Brawling. Das wird auch unser Main-Event heute sein. Ja, schockierend auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt, ob sich da Kane tatsächlich... Also wenn Kane es schafft, Bret Hart zu besiegen in einem Submission-Match, dann würde ich mir langsam wirklich Gedanken machen, wie man den Mann aufhalten will. Und es ist die Frage, ob Bret Hart nicht, wenn er das Match gewinnen sollte, Ansprüche auf ein Titelmatch stellt. Ja, aber garantiert. Bei Money in the Bank. Immerhin wäre er dann auch der erste Mann, der Kane in einem One-on-One besiegt. Genau. Aber gucken wir uns doch einfach mal jetzt die ganze Karte an, beziehungsweise gelesen habt ihr sie schon, dann lese ich sie jetzt auch gar nicht mehr vor. Sondern wir fangen einfach mal an und zwar mit Booker T gegen Brock Lesnar. Ja, ich mache mal den ersten Pick und ich sage definitiv Brock Lesnar, auch wenn er im Universe-Modus nie so wirklich berauschend war bei der Simulation. Aber ich denke, für Booker T wird es immer noch reichen. Ja, für Booker T soll das reichen, deswegen mein Tipp hier auch ganz klar an Brock Lesnar. Und so ist es sogar auch. Yay! MVP gegen Mr. McMahon, eine interessante Ansetzung, die, naja... Ja, schon mal hatten, oder nicht? Ich glaube auch, und ich glaube, dass ein, MVP zwei Wochen vom Pay-Per-View gab es die schon mal, und aber Mr. McMahon muss sich ja immer noch auf die Cards booken, und... Ja. Aber trotzdem in dem Fall MVP. Ja, sind wir wohl beide für MVP, und das ist in diesem Fall natürlich auch korrekt. Interessant wird's wieder, dass die Fehde Stone Cold gegen Randy Savage hier weitergeht. Obwohl es offiziell gar keine richtige Fehde ist, finde ich aber cool. Aber Stone Cold gegen Randy Savage ist immer eine Sache, die schwierig zu tippen ist. Ja, aber dieses Mal, nachdem ich letztes Mal auf Austin, glaube ich, getippt hatte, wenn mich nicht alles täuscht, werde ich dieses Mal auf Savage setzen, weil er sich letztes Mal durchgesetzt hat und ich glaube nicht, dass Austin jetzt hier die Revanche gelingt. Ja, dann setze ich einfach mal auf die Revanche, damit wir vor allem jetzt hier nicht die ganze Karte selber tippen und damit ich natürlich im Tippspiel weiter vorwegziehe. Stone Cold gegen Randy Savage. Nein! Gewinnt Randy Savage tatsächlich? Aber hast du noch 11 Punkte? Oh, 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 jetzt geht's los, jetzt geht's los. Scott Hall trifft auf The Miz. Das wird... Ich glaube, diesmal ist Scott Hall für sich entschieden. Ich weiß nicht, wer beim letzten Mal gewonnen hat, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, die beiden treffen auch schon seit 2 Wochen oder so jetzt aufeinander. Ja, ja. Ja, aber ich denke, Scott Hall wird das hier schon machen gegen Miz. Ja, da haben wir beide mal wieder recht. Also immerhin sind wir uns bei solchen Tipps einig. Und dann haben wir im Co-Main-Event ja auch wieder einen Titelwechsel, nämlich die Tag-Team-Titles haben gewechselt von den Los Guerreros auf Edge und Christian. Und die müssen jetzt sofort 24 Stunden später wieder gegen die Los Guerreros ran in einem Non-Titel-Match. Aber trotzdem müssen sie nochmal gegen die Los Guerreros ran. Ja, und sollten die Los Guerreros hier gewinnen, werden sie sicherlich ihr Rematch beim Pay-Per-View bekommen gegen Edge. Wahrscheinlich, ja. Aber ich bleibe mal bei Edge und Christian. Okay. So wie auch beim Pay-Per-View. Ich glaube, dass die Los Guerreros tatsächlich 24 Stunden später dieses Match gewinnen werden. Denn es ist ein normales Match, kein Hardcore-Match. Und da glaube ich ja nach wie vor sind die Los Guerreros hier überlegen. Und damit soll ich auch recht behalten. Eddie Guerrero holt den Sieg an Edge in diesem Non-Title-Match. Und damit kann man wohl davon ausgehen, dass es
bei Money in the Bank zu einem Match kommen wird. Edge und Christian stehen Eddie Guerrero und Chavo Guerrero in einem Tag Team Championship Match gegenüber. Also damit ist das auch fix, denke ich mal. Mal sehen, was es da für ein Match sein wird. Vielleicht sogar ein Ladder Match. Man weiß es nicht. Würde passen zum Motto des Pay-Per-Views natürlich. Das ist natürlich richtig. Und wir gucken uns jetzt unseren Main-Event an. Bret Hart gegen Kane. Also ja. Mein Tipp geht hier... Oh, da muss... ich find's schwer. Aufgrund des Submission. Nein, ich find's überhaupt nicht schwer. Ich hab ja den deinen Universe-Modus mit Wolf damals auch verfolgt und Bret Hart war nie besonders gut. Hat sich immer vom Wolf mit durchziehen lassen und... ich würde auch hier auf Kane tippen, definitiv. Kane hat das Momentum auf seiner Seite. Bret Hart hat, glaube ich, das erste Match überhaupt jetzt. Und jetzt... What? Yokozuna. What the fuck? Der fette Yokozuna greift Bret Hart an. So ist das natürlich noch einfacher für Kane. Oh, schon wieder Lahnbruch. Oh mein Gott. Gut, damit steht dann wohl fest, Kane wird dieses Match gewinnen. Wahrscheinlich. Ah, heilige Scheiße, das ist wieder großartig. Vor allem Yokozuna. Der überhaupt nicht im Roster ist, oder? Ich überlege jetzt, was ist denn jetzt los? Hä? Kane hat keinen Bock? Kane hat keinen Bock mehr? Kane hat keinen Bock mehr? What the fuck? Das ist ja auch geil. Geht er jetzt, oder was? Der geht einfach. Er kann ja nicht ausgezählt werden. Er kann ja nicht ausgezählt werden in einem Submission-Match. Ja, ich frage mich jetzt auch, was jetzt passiert. Wie unrealistisch ist das denn? Wo will er hin? Weil er wartet im Ring, Kane wartet oben auf der Rampe. Ja, dann ist die Sache ja wohl eigentlich klar, oder? Kane geht einfach, Bret Hart gewinnt, oder? Ja, aber es gibt keinen Countout. Der Referee zählt nicht. Das ja, egal. Wenn Kane geht, geht er. Wenn der geht, ist er weg. Er geht ja nicht. Ja, doch, dann müssen wir uns, muss unsere Fantasie uns das jetzt sagen. Gut, dann geht gut, Kane jetzt. Dann geht jetzt Kane. Bret Hart gewinnt dieses Match. Ich mach einfach mal ding, 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 ding. Ja, Kane, neuer Champion, hat keinen Bock zu catchen. Läuft. Wir sehen uns bei ECW wieder. Ja, also, ne? Kane hatte keinen Bock mehr. Nö, hat sich gedacht, ich bin sowieso der Beste und der Geilste hier. Und, ja, muss ja keinem mehr was beweisen, ne? Jetzt bin ich ja Champion. Richtig, und dementsprechend ist er dann einfach mal gegangen. Ja. Mal sehen, wie darauf der CEO reagiert. Ja. In der nächsten Woche bei Raw. Ich bin natürlich, also man muss ja sagen, da setzen sie so einen Schmankerl an und man denkt sich, boah geil, und Kane sagt halt, nö. Verkörpert seine Heel-Rolle perfekt. Ja, und geht einfach. Geht einfach. Ja, und deswegen packen wir natürlich gleich noch ECW heute mit dran, weil sonst wäre die Show viel zu kurz. Und da gibt's aber auch einen Schmankerl. Also das heißt, das Schmankerl, was wir euch quasi versprochen haben, wird jetzt bei ECW ersetzt. Denn im Main Event haben wir heute Kurt Angle gegen Shawn Michaels in einem Non-Title-Match, nachdem Kurt Angle ja bei Living Dangerously neuer ECW World Heavyweight Champion wurde. Vor allem wir hoffen, dass Kurt Angle nicht dasselbe macht wie Kane. Ich brauch das hier alles nicht. Das wäre natürlich klasse. Aber nein, wird natürlich hoffentlich nicht passieren. Der Rest der Card liest sich auch einfach ordentlich. Wir gucken uns jetzt den Rest der Card mal an. Chris Jericho gegen Sheamus gegen Danny Havoc in einem Triple Threat Match, Tim. WWE hier natürlich mit der Überhand gegen ROH mit Danny Havoc alleine und deshalb geht mein Tipp auch auf Chris Jericho. Chris Jericho? Ja, ja. Das würde ich jetzt eigentlich auch tippen, aber wir haben heute schon so viele gemeinsame Tipps. Ich probiere es mal mit einer Überraschung und zwar glaube ich zwar auch, dass ich die WWE durchsetze, aber ich setze auf Sheamus. Würde ich so nicht, aber ne, für die Punkte. Für die Punkte. Na, Sheamus ist sogar der am Ende in der Wars of Jericho aufgeben muss und Chris Jericho gewinnt. Du machst dir ja richtig was gut im Tippspiel, ne? Ja, ja, muss. Im zweiten Match haben wir Tommy Dreamer gegen Chris Hero. Interessante Ansetzung, die Chris Hero für sich entscheiden sollte. Ja, ich denke auch wenn es ist kein Hardcore-Match und damit ist Tommy Dreamer eigentlich auch schon so gut wie raus. Im normalen technischen Match wird er keine Chance haben gegen Chris Hero. So sieht's auch aus. Chris Hero gewinnt dieses Match. Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Natürlich eine Sache, wo man sofort auf Samoa Joe setzen sollte, aber wir kennen Rey Mysterio im Universal-Modus. Ist er gut. Eben, und darum... Ah doch, Rey Mysterio. Glaubst du? Ja. Ja, dann sage ich aber trotzdem Samoa Joe, der muss das einfach machen. Er muss es. Jawohl.
Er setzt sich auch gegen Rey Mysterio durch. El Generico gegen Brock Lesnar in einem Last Man Standing Match. Das muss man sich mal vorstellen, was hier gebookt wird. El Generico verpasst wenige Stunden vorher beim Pay-Per-View den Titel. Und was passiert? Er wird einfach in ein Last Man Standing Match gegen Brock Lesnar gebookt. Danke dafür. Aber wenn er hier gewinnen sollte... Das wäre eine Ansage. Das wäre erstens eine Ansage und zweitens auch nochmal, dass er sagt, ich bin nicht derjenige gewesen, ich wäre raus gewesen, auch aus dem Käfig. Ja. Und ich will nochmal eine Chance auf den Titel. Ja, also wenn er Brock Lesnar schlägt, dann kann man sich sicher sein, dass wenn Shawn Michaels seine Chance verpasst, dass er der Nächste ist, der auf Kurt Angle in einem One-on-One treffen wird. Ansonsten, wenn Lesnar hier natürlich jemanden schlägt, der noch in einem Titelmatch stand, auch er natürlich eine Vorgeschichte mit Kurt Angle hat. Mhm. Jemand, der sicherlich auch vielleicht Match um den Titel will, dann. Ich tippe aber auf. Boah, es ist schwierig, das ist sehr schwierig. Ja, ne? Ich denke, Lesnar macht's hier. Einfach wegen der rohen Gewalt. Ja. In einem Last Man Standing Match brauchst du einfach die Kraft. Ich sag, El Generico könnte definitiv ein One-on-One normales gewinnen, aber ein Last Man Standing Match wird er den kürzeren ziehen. Aber definitiv, wenn man das so sieht, für Kurt Angle, für Money in the Bank, drei absolute Contender jetzt im Endeffekt. Generico, Lesnar, Shawn Michaels, also da ist einiges offen. Ich bin sau gespannt. Gucken wir mal, wer bei El Generico gegen Brock Lesnar jetzt gewinnt. Es ist El Generico. Respekt. Wow. Respekt. Wow, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Ole-Kick mit der Stahltreppe davor, keine Ahnung. Was er sich einfallen hat lassen für Brock Lesnar, aber dicke Nummer. Brainbuster auf den Turnbuckle. Ja, irgendwie sowas. Endkrasser Scheiß. Ja, und im Main Event haben wir jetzt natürlich schon Michaels gegen Kurt Angle. Ein absolut leckeres Match, das wir uns jetzt geben. Aber hoffentlich haben die Bock. Kurt Angle macht's nicht wie Kane. Bin ich sehr gespannt. Ah, El Generico damit, wenn Shawn Michaels jetzt hier versagen sollte, absoluter Number One Contender für Kurt Angles Titel. Ja, natürlich hat er auch verdient, nach dem Cage-Match nochmal die Chance zu bekommen. Hat ja so gesehen auch nie verloren, ja. Eben. Michaels war der große Verlierer, im Prinzip. Ganz genau. Keine Eingriffe von außen. Ja, gibt's auch eigentlich bei ECW keine Gründe dafür. Von dem her passt es natürlich auch. Bis jetzt ziemlich WWE-dominierte Show. Auch im Main-Event nur zwei WWE-Wrestler, keine ROH-Wrestler. Ja, also das heißt ja nicht bloß, weil das WWE vs. ROH angesetzt ist, heißt es ja nicht, dass auch reine WWE oder reine ROH-Matches kommen können, ja? Also das darf man jetzt nicht vergessen. Ja, und wenn Shawn Michaels hier gewinnen sollte, dann hat auch er definitiv einen Anspruch beim nächsten Pay-Per-View. Und dann hätte vielleicht das Rückmatch wieder im Triple Threat Match. Das ist halt dann die Frage, was steht in der Rückmatch-Klausel von Shawn Michaels drin? Ob er ein Recht auf ein One-on-One hat oder ob halt dann trotzdem wieder mal die Leistung von El Generico gewürdigt wird und wir bei Money in the Bank dann wieder ein Triple Threat haben und dann diesmal vielleicht nicht im Käfig, sondern vielleicht dann, oder vielleicht gerade dieses Match dann in einem Ladder-Match. Wir werden ja sowieso das Money in the Bank-Match haben. Ja. Und ich denke mal, Kane wird seinen Titel nicht in einem Ladder-Match verteidigen. Das passt einfach. Nein, ich glaube auch nicht. Und die drei werden sicherlich in einem Ladder-Match gut aufgehoben sein. Ja. Also es wird ja sowieso mehrere Ladder- oder TLC-Matches geben bei dem Pay-Per-View, das ist ja eh klar. Also das wäre dann definitiv eins davon. Wobei man ja aber auch sagen muss, vielleicht eben je nach Klausel von Shawn Michaels, vielleicht steht da ja auch drin, nee, ich will absolut kein Ladder-Match, weil das gewinne ich weniger als ein One-on-One mit dem Champ. Ja, und auch bei einem Ladder-Match könnte es wieder so sein, dass Angle und Generico nach oben klettern und er wieder nicht beide runterholen kann rechtzeitig. Ganz genau. Vielleicht, das wird sich die Wochen über zeigen. Wenn er erstmal muss er hier das Match gewinnen. Genau, jetzt müssen wir ja erstmal schauen, was überhaupt passieren wird. Was ist denn eigentlich jetzt dein Tipp? Mein Tipp, ich würde ja zu gerne wieder mit Shawn Michaels gehen, aber er hat mich die letzten Wochen stark enttäuscht. Ich werde hier einfach mal auf Angle tippen. Okay. Oh, okay, das ist interessant. Ja, ich sage dann Shawn Michaels. Glaube zwar auch, dass es Kurt Angle machen wird, aber hab einfach die Hoffnung, dass wir auch bei Money in the Bank noch einmal Shawn Michaels um den World Title sehen. Wäre einfach schade, wenn er jetzt hier schon raus wäre aus dem Title Picture, nachdem er einen Monat die Titel ja gehalten hat. Nur. Ja, das würde an sich nicht passen, aber gut, wenn man natürlich schlechte Leistungen zeigt, dann
passiert das halt nun mal. Letztendlich hat es ja für The Rock auch nicht gereicht für seine Leistungen. Der jetzt auch bei Raw, genau wie der Undertaker, nicht mehr auf der Card stand. Ganz genau. Und da kann man es auch nicht verübeln. Also da kann Shawn Michaels schon fast froh sein, wobei Rocky vielleicht auch nochmal sich melden wird. Ist vielleicht noch ein bisschen zu gedemütigt gewesen, dass er jetzt zweimal gegen Kane tappen musste. Vielleicht arrangiert er aber mit dem CEO auch gerade noch irgendwas. Er wird die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Er wird definitiv eine Rematch-Klausel haben. Ja, eben. Ob er sie jetzt vielleicht dann sogar mal in der Wochenshow einlöst oder so. Genau. Einfach um Kane zu überraschen. Dass Kane sich so sicher fühlt, wie er sich halt momentan fühlt, nachdem er vor allen Dingen auch bei Bret Hart einfach verschwunden ist. Ja. Anstatt das Match zu bestreiten. Wobei das natürlich in dem Titelmatch auch machen könnte. Sich einfach auszählen lassen und dann hat den Titel verteidigt. Das ist halt die Sache. Dann wird wahrscheinlich Rocky aber nicht dumm sein und ein wahrscheinlich dann No-DQ-Match oder so draus machen. Wahrscheinlich. Aber bis jetzt hier nur abtasten zwischen Kurt Angle und Shawn Michaels. Genau. Das war der Backdrop. Weil, Schoolboy, 1, 2, ging überraschend weit. Angle wahrscheinlich überrascht in dem Moment. Ja. Aber Angle ist jetzt deutlich in der Oberhand, kann fast alles kontern, was Michaels zeigt und seinerseits viele Moves durchbringen. Ja, das ist richtig. Also Angle macht das hier richtig gut. So stelle ich mir einen neuen Champ vor, wenn ich mal ehrlich sein darf. Michaels mit dem Comeback. Das war schon. Nur der Vorarm. Naja, nochmal jetzt hat. Jawohl. Und Atomic Drop. Und Scoop Slam. Scoop Slam hinterher. Jawohl. Jetzt hat er auf Seil. Was hat er vor? Was hat denn Shawn Michaels vor? Oh mein Gott. Jetzt möchte der Kurt Angle auseinandernehmen oder was? Ich wollte sagen, ab auf Seil mit dir, Elbow Drop. Ja. Switch Music und dann hat sich die Sache erledigt. Und jetzt, da rennt er dann nach draußen und räumt das Kommentatorenpult hier im Main Event nochmal ab. Okay. Noch was Suplex jetzt hier, Snap Suplex von Angle. Und der geht wiederum aufs Turnbuckle. Und kommt. Switch Music! Springt mit dem Double X in die Switch Music. Das könnte es gewesen sein, aber nicht zu nah am Seil. Und er liegt im Rope Break. Er kriegt die Hand ins Seil. Oh, frühzeitig. Shawn Michaels, das war nicht sonderlich clever. Wieder der Rip Breaker. Alter, die kam ja mal out of nowhere. Ach, Angle steigt auf Seil, will den... Oh, Abdominal Stretch von Michaels jetzt hier. Oh, muss Kurt Angle tappen? Weil Michaels hat kaum was gezeigt und Angle ist natürlich ein Submission-Spezialist. Also, ja, also da darf nichts passieren. Da kann er sich auch raus befreien mit dem Hip-Toss jetzt raus. Oh, und da ist jetzt? Er seinerseits bereit, Kurt Angle. Den Angle-Slam jetzt hier zeigen? Den Angle-Slam zeigen, jawohl! Oh. Da kommt er. Der geht durch. Ist auch in der Ringmitte und das dürfte es dann für Shawn Michaels wohl gewesen sein. Zwei. Ja. Ja, das war's für Michaels. Und Shawn Michaels ist besiegt. Ja, Shawn Michaels hätte ihn nach dieser tollen Switch-Music einfach besser covern müssen. Das war nicht sehr smart. Enttäuschend eigentlich, dass gerade ein so Ringerfahrener wie Shawn Michaels da nicht clever genug ist. Ja, und das wird natürlich hart bestraft nach diesem Angle Slam, dann direkt das Ende. Und damit ist Shawn Michaels erstmal raus aus dem Title Picture, wie man so schön sagt. Und Angle, zurecht, was jetzt? Handshake? Ist jetzt hier ein Handshake? Oh! Heel Turn von Shawn Michaels! Wow! Heel Turn von Shawn Michaels, ausgerechnet gegen einen Kurt Angle? Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil normalerweise Shawn Michaels einer der größten Sportsmänner ist. Ja, vielleicht ist da das letzte Wörtchen doch noch nicht gesprochen. Das wird interessant sein bei der nächsten ECW-Show, wie es weitergeht zwischen den beiden. Oh ja. Meine lieben Freunde, eine super interessante Show nach, beide interessante Shows, ja, auch wenn Raw sehr kurz war, nach Living Dangerously, was so viel heiß und Spaß auf mehr macht auf die nächste Woche. Wir sehen morgen erstmal ROH, mal sehen, was sich da entwickelt, denn da gab es ja ausnahmsweise mal keinen World-Titelwechsel. Da werden wir sehen, mit wem es Claudio zu tun bekommt in den nächsten Wochen. Wir werden die neuen Tag Team Champions sehen, die Second City Saints. Außer die Second City Saints, ja. Ja. Und auch, ob Tyler Black einen neuen Herausforderer hat für Money in the Bank möglicherweise. Also, neue Herausforderer werden gesucht bei ROH. Morgen geht's weiter. In diesem Sinne, tschüss.
Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.